Jo Leute, was geht? Und ja, jetzt leider gibt es eine kleine Sache, die ich aufklären muss. Denn ich habe schon einen Teil aufgenommen des Steve Simulators. Das ist der zweite Teil, aber beim ersten Teil ist mein PC abgestürzt und damit ist auch die Aufnahme weggegangen. Was das Problem ist, ich kann nicht zurückspulen an diesen. Mein Checkpoint wurde geladen automatisch und jetzt bin ich hier. Also, Fazit nochmal, was wir gemacht haben. Wir haben geklaut, wir haben ein Safe-Knacker-Werkzeug gekauft, um Tresore zu knacken. Das ist alles, was wir gemacht haben, waren einmal ein bisschen einklauen. Und ja, wundert euch nicht, wenn es eine kurze Folge wird, so maximal 5-6 Minuten. Denn ja, ich möchte auch einen gewissen Rhythmus halten in den Folgen, dass ich bis zu einem Kapitel weiterspiele, beispielsweise jetzt Stil Documentos 102 und dann noch ein Kapitel, weil ich möchte auch einen gewissen Rhythmus haben in meinen Thief Simulator Folgen. Deshalb wundert euch nicht, wenn es jetzt eine kurze Folge wird. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ja, aber leider ist halt mein PC abgestürzt und damit ist der erste Teil weg. Denn ich nehme immer in zwei Parts auf und ja. Jetzt müssen wir einfach an diesem Checkpoint weitermachen. Das wird jetzt eine ganz kurze Folge, aber... Welcome back. Aber Leute, ich glaube, ich kann das alles wieder gut machen, denn dafür gibt es eine... bei der nächsten Folge, die nächste Folge wird eine XXL-Folge. Das heißt, es wird eine mindestens 20-Minuten-Folge. Ich hoffe, dass ich damit alles wieder ausgleichen kann. Und ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein. Ja, verkaufen wir doch die Sachen, die... Die sind noch von Teil 1. So. Also, was wir lernen, wir müssen jetzt erstmal einen Glasschneider besorgen. Aber der kostet schon etwas. Das heißt, wir müssen klauen gehen, weil wir in die 102 müssen. Deshalb brauchen wir einen Glasschneider, um ins Haus hineinzukommen. Hier schnell jetzt rein, weil wir wollen bei den Jones mal wieder klauen, denn die haben immer ganz viele Sachen, bei denen wir, die wir klauen können. Hier, der Receiver bringt, wie wir vorhin gesehen haben, gut Geld. Fuck, wir wurden entdeckt, Leute. Shit. Hier, vielleicht irgendwie nochmal gucken, ob wir was mitnehmen können. Verdammt, da sind die Bullen. Kopfhörer. Man geht schnell nach oben, um zu verstecken. Denn, Leute, ich habe ein Versteck. Rein hier, rein hier. Und hier sind wir versteckt. Leute, wir sehen uns wieder, wenn die Bullen weg sind. Okay, die Bullen sind weg. Wir müssen schauen, dass wir hier wegkommen, ohne dass uns jemand sieht. Geht schnell weg. Und jetzt ab nach Hause. F, ja, okay, war auch irgendwie klar. Erstmal gucken wir natürlich auf Black Bay, ob es irgendwas dort zu verkaufen gibt. Oh, Leute, können wir sogar Sätze verkaufen? $180. Nice. Und dann verkaufen wir den Rest bei ihm hier. Jetzt haben wir $747. Vielleicht können wir uns das, den Glasschneider schon leisten. Das wäre natürlich sehr, sehr nice. Oha. $2500 brauchen wir dafür. Wir gehen jetzt in die Mitte. Die goldene Mitte. 105. Das ist die 105. Und wir müssen wieder einen einfachen Dietrich benutzen. Mann! Der erste ist schon kaputt. Ja, ist offen. Ich glaub's nicht. Und jetzt hier hoch. Und die Tür ist offen. Jetzt hier könnten wir vielleicht... Hier, Receiver. Kostet immer irgendwas. Oh, scheiße. Ich glaub, die sind gerade heimgekommen. Okay, die kommen auf jeden Fall nicht her. Hier, und jetzt hier noch mein Tresor. Den knacken wir jetzt auch mal. Offen. Und hier ist ein Armband. Das ist auch immer sehr viel wert. Sehr, sehr nice. Mal sehen, ich möchte jetzt keine höheren Risiken mehr eingehen. Ist hier irgendwo aber noch was? $50. Sehr nice. Schachbrett. Nehme ich auch gerne mit. Jetzt kaufen wir erstmal alles. Beim Pfandhändler. Welcome back. $180, $21, $40. Das Armband bringt 1200, Leute. Okay, wir fahren also jetzt ganz schnell nach Hause. Ich zerlege es.
Und dann verkaufen wir es. Dann haben wir es. Okay, Leute, ich habe es zerlegt. Und jetzt ab zum Pfannenhändler. Und dann haben wir es. Und dann machen wir die Mission. Welcome back. Hier, 1200 fürs Armband. Sehr, sehr, sehr nice. So, Leute, jetzt können wir endlich mal einbrechen. Lol, mit dem ersten Mal hingekriegt. Das glaube ich doch nicht. Aber wir wurden entdeckt. Aber ich glaube, das sollte nicht ein allzu großes Problem sein, denn die sind jetzt wieder weg. Leute, mit dem allerersten Mal habe ich das Ganze hingekriegt, dass ich das nochmal miterleben darf. Jetzt knacken wir das Ganze hier ganz schön auf. Wir sind drin, Leute. Wir sind drin. Wir sind da. Das Öffnen dann sind wir weg. Leute, wir haben es geknackt. Und jetzt... Oh, was ist das denn? Nochmal Geld und noch so eine Vase. Die wird wahrscheinlich dann auch viel wert sein. Leute, und jetzt das Haus verlassen. Leute, ich mach nichts. Bitte ruft jetzt nicht die Polizei. Danke. Und jetzt einfach nur nach Hause. Den nur? Scheiß drauf. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's zum Video. Nochmal, es tut mir wirklich sehr leid, dass es nur so eine kurze Folge wurde, weil der erste Teil ist beim PC einfach abgestürzt. Ich kann es nicht wieder regenerieren. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm wieder eine positive Bewertung. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wie gesagt, die nächste Folge wird eine XXL-Folge, weil ich will wieder alles gut machen. Ich würde sagen, ciao, ciao. Bis die Tage, meine lieben Freunde.